Mein Name ist Christoph Meinl und ich lade Sie ganz herzlich ein zu unserem OpenHPI-Kurs über die Webtechnologien. Das Web, Sie kennen es alle, ein riesiges, verteiltes, verlinktes Informationsarchiv. Fachlich sprechen wir hier von einem Hypermedia-System und der Grund liegt darin, dass die Dokumente ganz spezielle Gestalt haben, nämlich die sogenannten Hypermedia-Dokumente. Die Dokumente enthalten nicht nur Text, sondern auch Bilder oder Bewegtbilder oder Ton, also Multimedia-Elemente. Und sie enthalten Links. Diese Hyperlinks, die also durch einen Mausklick es ermöglichen, auf ein anderes Dokument zuzugreifen, die geben diesen Webdokumenten den Namen Hypermedia-Dokumente. Und diese Hyperlinks, die verbinden die Dokumente im Web zu einem riesigen Netzwerk, durch das dann der Nutzer ganz einfach navigieren kann, indem er entlang dieser Links auf verschiedene Dokumente im Web zugreift, seinen Interessen folgend, an den Stellen nachzuschauen, mehr wissen zu wollen, an denen das persönlich interessiert. So ein bisschen aus der Tradition sind wir ja in Büchern das sequentielle Lesen gewohnt, wo also die Informationen in einer Reihenfolge angeordnet werden. Hier beim Web ganz anders, die Dokumente sind vernetzt und individuell nach eigenen Wünschen kann man diese Links, entlang dieser Links navigieren, zu neuen Dokumenten kommen oder auch nicht. Die Basistechnologien dabei sind das HTML. HTML, Hypertext Markup Language, das ist die Sprache, in der diese Hypermedia-Dokumente beschrieben werden. Zweite wichtige Basistechnologie für das Web ist das HTTP-Protokoll, das Hypertext Transfer-Protokoll, mit dem die Dokumente durch das Web transportiert werden. Wenn also ein Nutzer einen Mausklick ausübt, dann wird nach hinten heraus das HTTP-Protokoll gestartet und nach dem Server ein Request gesendet für ein Dokument, eine Anforderung dieses Dokuments. Das wird dann zum Browser geliefert und dort angezeigt. Und damit diese Anforderung auch tatsächlich ihr Ziel findet, in diesem riesigen Informationsarchiv, braucht jedes Dokument, jeder Service im Web eine sogenannte Uniform Resource Identifier. Das ist also eine eindeutige Bezeichnung, sodass über dieses HTTP-Protokoll dann ein ganz bestimmtes Dokument im Web angefordert werden kann und an den Browser des Nutzers ausgeliefert werden kann. Also zum Kurs sind alle die willkommen, die verstehen wollen, wie das World Wide Web funktioniert. Wir werden uns dabei bemühen, das jetzt nicht in einer ganz rein technischen Form vorzustellen, sondern glauben, dass wir auch Nutzern, die jetzt ohne so viel Vorbildung in der Informatik Freude haben zu verstehen, wie das Web funktioniert, dass die einiges erfahren und lernen können. So gibt es keinerlei Zugangsvoraussetzungen. Wer Lust hat, ist eingeladen mitzumachen und die Teilnahme ist kostenlos. Wie üblich in den Massive Open Online Kurses präsentieren wir den Lehrstoff in Form von kurzen Lernvideos und bieten ergänzendes Material, Lesematerial an. Wir laden die Kursteilnehmer auch ein, die angebotenen Lernmaterialien nicht nur ernsthaft zu studieren, sondern sich auch zu überprüfen. Habe ich das vollständig verstanden? Habe ich es richtig verstanden? Und dazu bieten wir Selbsttests an nach diesen Lernvideos, die der Nutzer durchführen kann, ausführen kann und dabei sofort auch eine Reaktion bekommt in Form Richtig-Falsch-Anzeige, in Form von Punkten, die ihm die Möglichkeit bieten zu überprüfen, habe ich das verstanden? Und dann ist die Lerngemeinschaft so wichtig. Die Lerngemeinschaft, die entsteht, wenn die Lerner untereinander und die Lerner mit uns und dem Teaching-Team anfangen zu diskutieren, sich über Einzelheiten auszutauschen, Fragen zu stellen, Unklarheiten zu beseitigen in diesen Diskussionsforen. Das macht die Teilnahme und auch das Lernen lebendig.
den fleißigen Kursteilnehmern bieten wir verschiedene Formen von Zertifikaten und Bescheinigungen an. Das allereinfachste Bescheinigung ist die Teilnahmebescheinigung. Die bekommt jeder, der mindestens 50% der Kursinhalte bearbeitet hat. Interessanter ist dann eigentlich die benotete Teilnahmebestätigung. Das ist also ein Zertifikat, das jeder bekommt, der mindestens 50% der möglichen Punkte bei den Hausaufgaben, die jede Woche neu angeboten werden, erreicht hat und auch bei der Abschlussklausur zeigt, dass er mitgekriegt hat, dass er das beherrscht, worüber im Kurs geredet wurde. Und seit neuestem sind wir sogar in der Lage, ein qualifiziertes Zertifikat anzubieten. Also ein Zertifikat, wo dann dem Teilnehmer, auch per Bild, bescheinigt wird, dass er hier erfolgreich am Kurs teilgenommen hat. Und wir können dann sogar Kreditpunkte vergeben. Wichtig dabei ist es, er muss der Teilnehmer oder die Teilnehmerin sich natürlich dann einer Aufsicht unterziehen, wenn er die Hausaufgaben macht oder wenn das Abschlussklausur erledigt wird. Das heißt also, der Nutzer kann hier ein qualifiziertes Zertifikat bekommen mit seinem Foto. Die Beaufsichtigung, die wird einfach über die Webcam realisiert. Technisch hängt da einiges dran, sodass wir in der Lage sind, 2 ETCS-Punkte zu vergeben, aber die Teilnehmer natürlich schon bitten, damit sie in der Lage sind, auch die notwendige Punktezahl zu erreichen, dass die Anmeldung zu einem solchen qualifizierten Zertifikat spätestens und rechtzeitig vor der Hausaufgabe erfolgt. Rechtzeitig, weil wir das auch dann mit unserem Dienstleister, der die Überprüfung, die Online-Aufsicht für uns durchführt, absprechen, registrieren müssen. Und da entsteht dann auch ein kleiner Kostenbeitrag, nämlich 60 Euro, um da diese Online-Aufsicht für dieses qualifizierte Zertifikat zu erlangen. Lassen Sie uns kurz mal die einzelnen Wochen durchgehen und die Themen, die wir besprechen wollen. Also in der ersten Woche soll es um die Uniform Resource Identifier, also die Identifikation der Dokumente im Web gehen und das HTTP-Protokoll. Die zentrale Frage, die nach dieser Woche jeder der Teilnehmer beantworten können sollte, ist: Wie können die unzähligen Informationen im Internet eigentlich identifiziert und abgerufen werden und wie kann das effizient geschehen? Bei den Lernmodulen werden wir folgende Themen ansprechen. Wir werden einen ersten Überblick über das World Wide Web geben. Wir gucken in die Geschichte. Das ist auch technisch interessant zu sehen, wann welches Feature warum hinzugekommen ist. Und dann schauen wir uns das Identifikationsschema für Dokumente im Web genauer an, die URIs. Dann in den weiteren Lernmodus wird es um das Hypertext-Transfer-Protokoll gehen. Also wie werden denn die Dokumente im Web angefordert, wie werden sie dann ausgeliefert und übertragen. Das ist ein relativ komplexer Vorgang, da haben wir eine Reihe von Lernvideos dazu vorbereitet, nämlich wie ist denn das Nachrichtenformat, wie sind denn die Statuscodes für diese Kommunikation von solchen Dokumenten im Web, wie kann die Übertragungsgeschwindigkeit durch optimiert werden, was hilft da, dass die Technik des Cachings, weil das ist natürlich ein sehr komplexer Vorgang, nicht? Dokumente, die am anderen Ende der Welt auf einem Server liegen, die anzufordern, die Anforderungen über das Internet zu versenden und dann auch das Dokument über das Internet zurückerhalten, das ist schon ein sehr aufwendiger Vorgang und es macht Sinn zu fragen, wie man den effizient gestalten kann. Wir werden fragen, wozu denn die Cookies eigentlich gut sind und uns etwas ansehen, was hinter den Kulissen passiert, nämlich die sogenannte Content Negotiation zwischen dem Browser und dem Server, wo diese beiden Player abstimmen, in welcher Form die Dokumente dem Nutzer übertragen und präsentiert werden. Wir werden uns dann ansehen, die Weiterentwicklung des HTTP-Protokolls und dort uns mit dem HTTP-2 genauer befassen. Also das ist das Thema und die Inhalte der ersten Woche. In der zweiten Woche
wollen wir uns dann über Dokumente und ihre Darstellung und Beschreibung genauer ansehen. Da soll es also um HTML, um Cascading Style Sheet, CSS und XML gehen. Und die zentrale Frage, die hier dahinter steht, wie können Hypermedia-Dokumente für das Web strukturiert werden, wie können sie gestaltet werden und wie funktioniert eigentlich die Verlinkung. Die Lernmodule, die wir hier zu vorbereitet haben, ist zunächst mal eine Einführung in HTML, das Hypertext Markup Language. Dort wollen wir uns dann genauer ansehen, die Syntax und was ein guter HTML-Stil ist, solche Dokumente zu beschreiben. Wir wollen uns HTML-Elemente, die da zur Verfügung stehen, anschauen und wir wollen uns genauer HTML5, die aktuelle Form des HTML-Sprachbeschreibung ansehen. Dann, wir werden sehen, im Web versucht man die Inhalte und die Darstellungselemente voneinander getrennt zu halten, sodass man dann in der Lage ist, auch auf verschiedene Gerätschaften die Darstellung anzupassen. Und das Mittel zum Zweck für die Beschreibung der Darstellung sind die Cascading Style Sheets, die wir uns also dann ansehen werden. Auch hier werden wir noch ein bisschen genauer ins Detail schauen, wollen uns die Syntax und ein paar Beispiele ansehen für diese Cascading Style Sheets. Wir wollen uns fragen, wie denn so genaue Positionierungen erreicht werden können, das Boxmodell uns genauer anschauen und dann die Cascading Style Sheet Bray Prozessoren genauer ansehen. Und schließlich wollen wir zu den Extensible Markup Language kommen zur Beschreibung von Dokumenten, die auch maschinenlesbar sind, die also gar nicht so sehr entwickelt wurden, dass der menschliche Nutzer damit umgeht, sondern die da entwickelt wurden, sodass man auch in ganz speziellen Kontexten und Zusammenhängen Dokumente beschreiben können, sodass Web-Anwendungen Informationen austauschen können. Dann sind wir in der dritten Woche unseres Kurses zu den Webtechnologien und hier soll es dann um die Konzepte der Webprogrammierung gehen. Und die zentrale Frage, die beantwortet werden soll, ist diejenige nach den Webseiten, die immer komplexer werden und eigentlich immer mehr zu Anwendungen. Und die Frage ist dann natürlich, wie solche komplexen Anwendungen und solche komplexen Systeme gebaut werden können. Die Lernmodule, die wir für diese Woche vorbereitet haben, da geht es zunächst mal um eine Einführung in die Webprogrammierung. Die Webprogrammierer und die Webprogrammer, die können auf der Client-Seite laufen, typischerweise mit JavaScript. Das wird also ein Lernmodul sein. Die Webprogrammierung kann auch auf der Serverseite sein. Das halten wir uns dann für eine spätere Untersuchung auf. Zunächst mal ist hier dann die Frage, wie können wir die Webdokumente beschreiben, sodass wir mit bestimmten Befehlen in ganz bestimmten Teilen der Dokumente Dinge auslösen können. Dazu ist das Document Object Model die entsprechende Beschreibungsfrage. Und dann sind wir in der Lage, auch mal einzuführen in die serverseitige Webprogrammierung. Also was geschieht, wenn auf der Serverseite die Webanwendungen laufen? Dort haben wir es dann zu tun, dass wir genauer uns anschauen müssen, wie sieht es denn mit der Persistenz aus, wie sieht es mit Datenbanken aus. Komplexe Webanwendungen sind ja typischerweise immer auch mit Datenbanken und vielen Informationen verbunden, auf die dann in einer bestimmten Weise reagiert wird. Wir wollen uns ansehen, wie das Session-Management, das Sitzungsmanagement funktioniert und dann ein paar Frameworks, die also die Beschreibung und die Erstellung solcher Webprogramme erleichtert. Wichtig ist es, hier auch nochmal einen Blick drauf zu werfen, wie werden denn überhaupt Zeichen, wie werden denn überhaupt Grafiken, wie werden denn Videos kodiert, die ja dann durchaus in solchen Webdokumenten eingebunden werden können. In der vierten Woche wollen wir uns dann nochmal detaillierter mit der clientseitigen Webprogrammierung befassen. Die zentrale Frage, die wir uns stellen, ist,
von den Effekten auf den Webseiten bis hin dann zu den ganz komplexen Browser-Anwendungen wird heute vieles mit JavaScript realisiert und wir wollen sehen, wie geht denn das eigentlich in der Praxis. Ziel dabei ist nicht, dass Sie nicht notwendigerweise, dass Sie jetzt zum JavaScript-Programmierer werden, aber der Hintergrund, was da wie gemacht wird, um bestimmte Effekte zu erzielen, das ist doch ganz interessant auch für denjenigen, der am Ende nicht programmieren will. Natürlich müssen wir da uns JavaScript oder ECMAScript genauer anschauen. Wir werden wichtige JavaScript-Frameworks, also Entwicklungsumgebungen und Bibliotheken, uns anschauen, die helfen, schon vorgefertigte Bausteine nutzen zu können. Es geht dann um die AJAX-Technologie, das asynchrones JavaScript und XML, womit es möglich wird, auch in sehr, sehr komplexen Dokumenten, ohne dass der Nutzer gestört wird, Teile dieses Dokumenten zu aktualisieren. Und dann werden wir Tutorien anbieten, Tutorien zur JavaScript, zu den Grundlagen für JavaScript-Programmierung, dynamische Webseiten mit JavaScript, wie die gebaut werden, werden wir uns ansehen und JavaScript-Frameworks und Bibliotheken im Einsatz. Diese Tutorien, die führen dann in die Tiefe. Also für diejenigen, die dann wirklich programmieren wollen, die sollten sich hiermit befassen. In der Bewertung sind diese Tutorien extra Inhalte, die also dann zu Bonuspunkten führen können. In der fünften Woche, in der vierten Woche hatten wir das kleinseitige Webprogrammierung vertieft, in der fünften Woche wollen wir das serverseitige die serverseitige Webprogrammierung vertiefen und dort geht es dann um Fragen, wie dass die großen Anwendungen ja sehr komplexe Datenmengen auswerten mit einer Anwendungslogik, die auf dem Server liegt und arbeitet, wie das funktioniert. Und wenn Sie da an sowas denken wie komplexe Suchmaschinen, wo in riesigen Datenmengen auf Ihren Wunsch hin Dinge ausgewählt werden, ist das interessant, da mal hinter die Kulissen zu schauen. Wir wollen das tun mit Lernmoduls und Lernvideos. Zunächst mal nochmal die verschiedenen Technologien für die serverseitige Webprogrammierung einführen. Wir werden da einen Blick werfen auf verbreitete Programmiersprachen und wir werden einen Blick werfen auf wichtige Web-Frameworks. Wir werden die Web-Services und REST-Architekturen uns genauer ansehen und auch in dieser Woche drei Tutorien anbieten, nämlich einmal zum Programmieren mit Ruby, einmal eine Einführung in Ruby on Rails und ein Beispiel mal vorstellen, ein Bau eines Beispiels einer Webanwendung mit Rails. Und dann sind wir so ein bisschen durch die Technologien hindurch und wollen auch noch in der sechsten Woche dann Fragen beantworten, das Web, in welcher Weise es gesellschaftliche Diskussionen, Exkurse verändert, wie es da Einfluss hat überhaupt auf unser Leben in der Gesellschaft. Zentrale Frage, die wir uns stellen wollen, ist, dass das Web aus der modernen Gesellschaft ja gar nicht mehr wegzudenken ist. Aber welche Auswirkungen hat diese tiefgreifende Durchdringung eigentlich und worauf müssen wir dabei sehr Acht geben? Die Lernmodule, die wir für diese letzte Woche unseres OpenHPI-Kurses vorbereitet haben, da wollen wir sehen, was ist denn das Social Web, was sind Social Media, wie funktioniert das? Und wir wollen dann auch Fragen beleuchten nach, wie ist denn das mit der Bildung von Meinungen? Wie ist denn das von den viel diskutierten Manipulationen, die da in Social Media möglich sind und damit auch zum Meinungsbild beitragen? Wir wollen über Twitter-Bots und die sogenannten Echokammern sprechen, also den Effekt, dass die Maschinen sich mühen, genau das zu antworten, was der Nutzer hören oder sehen will und dass es dabei zu einem echten Verlust, zu einem echten Wirklichkeitsverlust kommen kann. Natürlich, wenn man über das Web redet, dann ist die Frage, wie sieht es denn aus mit Privatsphäre? Wie sieht es denn aus mit der Sicherheit im sozialen Web? Auch damit wollen wir uns befassen. Genauer hinschauen wollen wir zu dem sogenannten Social Engineering und den Identitätsdiebstählen, die es einem
Hacker dann erlauben, über die Identitätsdaten eines Nutzers in seinen Namen einzukaufen oder irgendwelche Aktivitäten zu ordnen. Wir wollen uns auch mit der Frage befassen, die immer wieder mit dem Vergessen in Social Webs skizziert wird. Wie ist denn das auch mit Informationen, die da einmal enthalten sind? Kann man die denn ohne weiteres löschen? Wie ist damit umzugehen? Und dann wollen wir insgesamt auch das Sicherheitsbewusstsein bei den Bewegungen im World Wide Web ein bisschen stärken, und zwar einfach stärken dadurch durch Aufklärung, was denn da im Hintergrund passiert, wenn ich da zum Beispiel auf irgendwelche Webseiten gelockt werde oder andere Dinge, was da passieren kann, dass dann automatisch Malware auf meinem Rechner laden wird oder ähnliches. Und wir wollen auch darüber sprechen, was denn das sogenannte Internet der Dinge mit uns machen wird, nämlich die hochvernetzte Welt, die zu dieser Vision der Smart Home, Smart Traffic, Smart Fabrication, Industrie 4.0 führt. Das ist etwas, was jeden Einzelnen betrifft. Schon über Ihr Smartphone sind Sie ja in vielfältiger Weise mit der Welt, mit anderen Anwendungen verbunden. Also, wir hoffen, ein interessantes Programm. Wir würden uns freuen, wenn Sie Lust haben, dabei zu sein. Hier nochmal die Termine. Unser Kurs geht los am 6.2. Jede Woche wird tatsächlich eine Woche sein. Das stimmt bis zur sechsten Woche. Dann nach unserem Kurswochen, die Programme und die Überschriften, hat man ja drüber gesprochen. Dann gibt es die Prüfungswoche, wo wir dann die Klausur schreiben. Und hier sehen Sie, ist das keine Woche mehr, sondern hier wollen wir Ihnen etwas mehr Zeit einräumen, knapp 14 Tage für diese Abschlussprüfung, damit Sie ein Zertifikat, ein vielleicht sogar qualifiziertes Zertifikat ablegen können. Die Zeugnisse mit Ihren Ergebnissen, die sind dann ab dem 7.4. aus OpenHPI heraus abrufbar. Dann können Sie sehen, was Sie geschafft haben. Und wir drücken natürlich die Daumen und geben uns Mühe von unserer Seite, dass das Lehrmaterial möglichst allgemeinverständlich aufbereitet ist, dass, wenn Sie Fragen haben, wir diese Fragen beantworten. Wir können dabei aber auch auf die Mitlerner vertrauen, die in den früheren Kursen immer auch durch ihre Beiträge sehr aktiv dazu beigetragen haben, zum Lernerfolg. Vielleicht zum Schluss noch, was den Zeitaufwand, welchen Arbeitsaufwand sollten Sie einplanen mit den Lehrmaterialien, die bereitgestellt ist. Wir haben da so eine Schätzung und sagen, etwa in der Woche sollten Sie 3 bis 6 Stunden sich Zeit nehmen, um, das können Sie ganz nach Belieben tun, wann immer Sie das wollen, über die Woche verteilt, um sich mit den Lernvideos zu befassen und dann auch die entsprechenden Selbsttests durchzuführen, die Ihnen dann die Überzeugung vermitteln, ich bin im Stoff, habe das gut verstanden, und natürlich auch mit den anderen Lernern zu diskutieren. Die Hausaufgaben, die wöchentlichen, die sind immer genau auf 60 Minuten angesetzt. Also Sie können dann in einem Zuge 60 Minuten Zeit, diese Fragen zu beantworten. Auch das ist von uns ausprobiert, sollte Sie nicht vor allzu große Anforderungen stellen. Das Lernerlebnis und der Lernerfolg, die lassen sich natürlich steigern, wenn Sie mit anderen Kursteilnehmern und mit den Kursbetreuern sich austauschen. Also in unseren Diskussionsforen Unklarheiten klären, Ergänzungen bereitstellen, aus Ihrem Erfahrungsschatz beitragen. Das ist also so ein ganz wichtiger Teil, der zum Lernerfolg beiträgt. Und natürlich, wie viel Zeit und Engagement Sie reinstecken, das hängt davon ab, was Sie erreichen wollen. Wenn es um eine grobe Information geht, dann wird vielleicht nicht so viel Zeit notwendig sein, als wenn Sie ein qualifiziertes Zertifikat erlangen wollen, womit Sie dann zum Beispiel Kreditpunkte bestätigt bekommen können, beziehungsweise etwas für Ihre Bewerbungsmappen haben. Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie Lust haben mitzumachen. Wir alle, das Teaching-Team, stelle ich Ihnen dann im Kurs genauer vor, geben uns viel Mühe, interessantes Material zusammenzutragen, auch stimmig zusammenzutragen, sodass Sie, wenn Sie sich darauf einlassen, eine gute Chance haben, nach diesem Kurs,
nach diesem Kurs über Webtechnologien ein tiefes Verständnis zu haben, was da passiert, wenn Sie das World Wide Web nutzen und sich darin bewegen.